Wie kann man nun die Äquivalenz von Aussagen zeigen? Ich hatte es gerade schon kurz angedeutet. Das geht über Äquivalenzumformung oder, was wir uns zunächst anschauen werden, über Wahrheitstafeln. Was ich hier zeigen möchte, ist, P und Q seien Aussagen. Was ich zeigen möchte, ist, das gilt nicht P und nicht Q. Nicht bindet stärker als und, das heißt nicht P und nicht Q ist äquivalent zu nicht und dann in Klammern P oder Q. Das nennt man auch eins der de Morganschen Gesetze. Wie beweist man diese Äquivalenz? Durch Wahrheitstafeln. Man schreibt erstmal die einzelnen Aussagen hin und macht jetzt die Wahrheitstafel. Die möglichen Belegungen von P und Q werden hier aufgelistet. Und jetzt gucke ich mir an, was ist nicht P? Das heißt, alle Belegungen von P werden umgedreht. Was ist nicht Q? Alle Belegungen von Q werden umgedreht. Jetzt schaue ich mir diese beiden Belegungen an und verknüpfe sie durch und. Immer dann, wenn an beiden Stellen ein True steht, das war ja die Semantik von und, von and, dann ist hier auch ein True. Das ist an dieser Stelle. Jetzt schaue ich mir an, P oder Q, was ist das? Dann nehme ich wieder diese beiden Belegungen her. P oder Q war false, true, true, true. Und negiere das. Das heißt, drehe diese entsprechenden Werte um. Und habe hier true, false, false, false. Und jetzt sehe ich, diese Wahrheitstafel und diese Wahrheitstafel sind gleich. Also sind die beiden Formeln äquivalent, gleichbedeutend. Das heißt, ich habe diese Aussage, diesen Satz hier oben, bewiesen.